Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Video mit der Weiß 4 Palette und eigentlich wollte ich heute gar kein Video drehen, in dem ich mich schminke, allerdings habe ich dann mal angefangen zu swatchen und mir hat die Kombination gut gefallen und deswegen nehme ich euch jetzt mit zu meinem Experiment Mermaid Eye Look. Heute ist der wärmste Tag der Woche und ich habe gedacht, das ist genau das Richtige und ich würde sagen, wir fangen mal an. Suchen uns einen Pinsel mit der Crease Color, also dieser hier, Bitter. Und das ist dieser matte Ton. Und ich denke, das ist als Anfang ganz gut. Auf meinen Augenlidern ist schon von Urban Decay die Eyeshadow Base. Ich glaube, Original oder so, die ich in meinen... meinem Aufbrauchprojekt dabei habe und natürlich wieder der Puder von MAC Selected Sheer Pressed ist auch drauf. Und das war es dann auch schon. Ich kriege hier gerade ziemlich viel Farbe ab. Aber ich glaube, so neutral wird es heute auch nicht. Was heißt neutral? Natürlich. Ich bin schon ganz gespannt, ob das so klappt auf dem Lid, wie es auf der Hand verblendet ist. Und ich sag mal, die Basis von diesem Projekt ist ja, also, wie soll man das sagen? Ihr merkt, es ist noch ziemlich früh am Morgen und ich finde nicht so die richtigen Worte. Es geht hier in der Challenge darum, in jedem Eyeshadow der Weiß 4 Palette ein Hit the Pan zu erreichen. Und ihr kriegt ja schon bald das zweite Update zu sehen. Oder habt es schon gesehen? Keine Ahnung, wie ich meine Videos sortiere mit dem Veröffentlichungsdatum. Und ja, ich wollte die Eyeshadows benutzen, die ich ganz, ganz selten benutze. So, nehmen wir mal einen anderen Pinsel und gehen in 1985. Das ist dieses Pink hier. Ja, und was ihr jetzt seht, sind die am wenigsten benutzten Farben, würde ich sagen. Oh, ich habe Angst vor Vorlaut. Und das war so die Grundlage meiner Swatches und dieses Looks, wie auch immer er aussehen wird, wenn er fertig ist. Ich gebe das jetzt mal über das ganze Lid und bin heute mutig. Irgendwie spricht mich diese Farbe total an, aber mehr auf so eine künstlerische Art, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde die echt schön. Weiß nur nicht, ob ich sie als Lidfarbe so unfassbar genial finde. Aber auf jeden Fall vielleicht sogar tragbarer, als man denkt, wenn man sie so sieht. Das jetzt im Übrigen einfach mit einem normalen Pinsel aufgetragen, ohne ihn feucht zu machen oder irgendwas. Und finde, bisher deckt es ganz gut. Ich streife mal den Excess auf einem Taschentuch ab und gehe jetzt mal mit der anderen Seite in Flame. Und Flame ist das hier, dieses rosa, rötliche, orangige mit goldenem Glitzer, sagen wir mal. Und das will ich als Topper benutzen für 1985. Ja. Ich finde, es wird besser. Ich finde, es wird auch sehr viel tragbarer. Und meine Idee dahinter ist jetzt quasi so eine Art Duochrome-Effekt zu machen. Damit es vielleicht sogar hinten raus irgendwie so ein bisschen holographisch wird. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Dann verblende ich mal noch ein bisschen. Und dann gibt es ja noch zwei Farben, die ich außerdem noch benutzen möchte. Nämlich eben einmal ein dunkelbraun und ein Türkis. Und ich hoffe, dass ich mir damit das Ganze nicht komplett versaue. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal mit ein bisschen von dem dunkelbraun rein. Der heißt Delete. Bisher geht es ja noch. Bisher ist noch nichts Schlimmes passiert, noch alles okay. Es kann sich aber mit dem, was ich jetzt hier veranstalte, ganz schnell ändern. So. Okay, das war es jetzt auch schon mit dem dunkelbraun. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende, nämlich C-Note. Drückt mir die Däumchen, ihr Lieben, dass es hier nicht 100% grässlich wird. Das ist auf jeden Fall der falsche Pinsel, wie ihr hier sehen könnt. Das Ganze trägt sich ziemlich weit aufs Lid. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber was kann man machen? Nichts. Gut, präzise arbeiten, aber ihr wisst ja, ich bin kein Profi. Ich hoffe, da kommt was raus, was ich heute drauf lassen kann über den ganzen Tag. Wäre blöd, wenn nicht. So, ich gebe jetzt nochmal was von Flame drüber, weil ich einfach hier zu weit aufs Lid gekommen bin. Außerdem will ich ja, dass die Farben gut zusammengehen. Dann brauchen wir mal einen Blendepinsel. Ich nehme jetzt mal diesen hier, den Luxe Crease. Und hoffe für das Beste. Irgendwie lässt sich C-Note über Bitter nicht so genial verblenden. Könnt ihr das sehen? Ich sehe immer noch so einen schwarzen Rand mitten in meinem Eyeshadow. Finde ich nicht so hübsch, weil eigentlich haben ja gerade diese glitzerigen Farben den Ruf, sich besser verblenden zu lassen als matte Töne. Und es ist ja sogar ein Tipp von vielen YouTubern, irgendwie so ein ganz kleines bisschen von einem Schimmerton über einen matten zu geben, der sich nicht verblenden lässt. Jetzt sehe ich hier genau das Gegenteil und bin damit nicht so 1000%ig zufrieden. Um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich meine, sowas Schimmriges in die Crease zu geben, ist sowieso schon, glaube ich, für die meisten ein Tabu. Ich finde es aber ganz okay eigentlich. Aber was hier gerade passiert, finde ich nicht gut. Bin ich kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Allen Dingen hier. Könnt ihr das sehen? Das ist wie so eine harte Linie. Es war wirklich nicht der Plan, hier 100 Stunden zu sitzen und zu blenden. Aber die Lidfarbe gefällt mir mega gut. Ich hoffe, ihr könnt auch nur ein bisschen was von der Lidfarbe sehen, weil ich das Gefühl habe, dass die Kamera heute echt viel auswäscht.
Vielleicht ist es hier zu hell oder zu dunkel, wer weiß das schon so genau, ne? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das überall gleich dunkel ist, um ehrlich zu sein. Aber ich gebe jetzt noch mal ein bisschen C-Note nach. Mit dem Pinsel, der offensichtlich nicht dafür bestimmt ist, für diese Zwecke. Ich meine, euch ist ja auch klar, was ich dann heute noch machen darf. Pinsel waschen. Überraschung. Also irgendwie sah das auf der Hand hier netter aus. Läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, wir kommen näher. So langsam, aber sicher. Ich nervt das ein bisschen, diese fluffigen Pinsel, die sind super zum Verblenden. Allerdings schießen sie die Genauigkeit so ziemlich in den Wind. Könnt ihr das sehen? Ich habe hier super viel Fallout. Läuft ja mal wieder bei mir. Jetzt habe ich meine Augenringe schon brav weggeschminkt. Jetzt habe ich was Neues. So, dann würde ich sagen, geben wir Selected She Pressed mal wieder unter den braunen Bogen. Ich finde es nicht so schlecht gerade. Aber auch noch ein bisschen nachbesserungswürdig, um ehrlich zu sein. Ich freue mich schon auf dieses Update. Ich war erfolgreich! Yay! Aber das ist auch das Einzige, was ich jetzt dazu sage, weil ich will nicht alles spoilern und euch ja auch noch was zeigen können. Ich gehe jetzt nochmal rein mit Fire und hoffe, dass das jetzt das letzte Mal ist. Ich schätze so unendlich viel von der Base. Hat sich nicht erhalten lassen, wenn wir ehrlich sind. So. Ich muss unfassbar viel Fallout aufräumen. Dann machen wir mal ein Inner Corner Highlight. Ich nehme den rosa Art Deco Ton und packe den mal hier hin. Möchte sagen, Gott sei Dank habe ich heute keinen Außentermin. Ist ein bisschen wild geworden. Ich gehe nochmal mit dem Weiß da rein, um das Highlight zu highlighten. So, und jetzt fehlt noch ungefähr alles unter dem Auge. Oh ja, dieser Pinsel ist auch mehr semi-sauber. Ich glaube, Delete war schon dran und das gebe ich jetzt auch mal unten hin. Bisschen C-Note, damit es auch eine schöne Verbindung gibt. So. Habe ich jetzt dann noch irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht. Das heißt, so sieht der ganze Spaß im Moment aus. Ich räume noch Fallout weg hier
So, sieht schlimm aus. Und gebe Eyeliner drauf und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Look wieder. So, meine Lieben, ich habe Mascara aufgetragen und Eyeliner. Und natürlich auch Soft Frost von MAC. Und ich finde, es ist doch ein ganz guter Look rausgekommen. Ich bin echt zufrieden. Es ist sehr viel alltagstauglicher, als ich es am Anfang eingeschätzt hätte. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, es bringt meine Augenfarbe gut raus. Ich bin super zufrieden. Natürlich die passenden Ohrringe dazu angezogen. So richtig holographisch ist es nicht. Aber für mich hat es trotzdem noch einen Touch Mermaid. Ich bin zufrieden, wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao!